Internets.de. Ich heiße Lululu. Und ich Malalua. Wir leben in Afrika. Und wir sind vom Volk der Maasai. Kommt mit! Wir zeigen euch unsere größten Abenteuer. Unser Haus hat ein Loch im Dach. Das ist ziemlich lustig. Aber nur solange es nicht regnet. Sonst werden wir alle nass beim Schlafen. Also müssen wir es reparieren. In unserem Nachbardorf gibt es ein paar Rinder. Gerade gehen sie auf die Weide. Zum Glück. Wir brauchen nämlich die Rinderkacke, um unser Haus zu reparieren. Wo sind da? Meine Oma und Lululus Mama helfen uns. Wir müssen alle Rinderkacke aus dem Gehege holen. Hier haben die Tiere heute Nacht geschlafen. Und wir können jede Menge Haufen einsammeln. Brauchen wir, damit das Dach richtig hält. Die Hände machen wir uns mit Sand sauber, weil wir hier nicht genug Wasser haben. Das geht auch gut. Jetzt muss der Mist zur Baustelle. Ganz schön schwer. Und das stinkt. Zum Glück hilft meine Oma und Mama Lululu. Normalerweise fließt hier Wasser. Aber wegen der Dürre ist der Fluss ausgetrocknet. Geschafft. Den Kuhmist haben wir. Und der ist ganz wichtig. Nur damit wird das Haus wasserdicht. Aber wir brauchen noch etwas anderes, um unser Haus zu reparieren. Das macht Spaß, Malalua zu erschrecken. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen Lehm ausbuddeln. Den brauchen wir für unser Dach. Oh, wie staubig. Hoppla, beinahe hätten wir was vergessen. Der Lehm ist so schwer. Lass uns schnell nach Hause laufen. Endlich haben wir alles zusammen. Den Lehm, die Rinderkacke. Und jetzt kommt noch Wasser dazu. Den haben wir mit den Eseln von der Wasserstelle geholt. Und dann müssen wir alles zusammenstampfen. So einen klebrigen Matsch. Das macht Riesenspaß. Ich mach mir die Füße lieber etwas sauber. Endlich ist alles fertig gemischt. Und wir können das Dach wieder ganz machen. Unsere Häuser sind aus Ästen und Zweigen gebaut.
Und darüber kommt einfach eine dicke Lehmschicht. Wir müssen uns beeilen, weil in der Hitze der Lehm ganz schnell trocken wird. Jedes Dach machen wir zu mit dem Lehm. Und weil der Humus drin ist, kann der Regen nicht einfach alles wegspülen. Das Dach ist deshalb wasserdicht. Jetzt muss es nur noch trocknen. Da kommt Lelulus Freund. Bis es soweit ist, spielen wir noch mit ihm. Mit dem Rad hier kann man prima spielen. Je schneller, desto besser. Unser Dach ist wieder dicht. Das war ein lustiger Tag. Hey, Regen! Jetzt kannst du wiederkommen!